Als nächstes kommt QAR. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ja, es ist immer so, Jugend hackt als Mentor oder als Orga oder einfach, wenn man da rum ist unter den Jugendlichen und die am Coden sind, ich ja keine Ahnung habe, was die machen. Die machen was und am Schluss kommt was Cooles raus. Es gab die Situation mit der nächsten Gruppe, dass es hieß, Dominik, so cool, wir haben es geschafft, wir können jetzt downloaden. Das, genau, 3 Stunden später, hey Dominik, so cool, wir sind so viel weiter, wir können jetzt downloaden. Und nochmals 3 Stunden weiter oder 2 Stunden da was. Ja, Dominik, ey, ist echt krass, wir sind wirklich fast fertig, wir können jetzt downloaden. Irgendwie so. Und du stehst dann da so, ja, cool, Jungs, echt, ihr seid der Hammer, ihr seid der Hammer. Was aber rauskam, ist echt erstaunlich und ich war dann selber überrascht, was jetzt alles hinten dran halt abgeht, wenn sie sagen, ja, man kann jetzt downloaden. Und was da genau passiert, das wird euch jetzt dann Samuel, Ferdinand und der Nikola genau erläutern. Herzlichen Applaus für QAR. Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Projektvorstellung QAR. Nun, was bedeutet QAR? Also eigentlich bedeutet es, ist es die Verbindung zwischen QR-Code und AR-3D-Modellen. Nun, was bedeutet AR? Also AR oder lang Augmented Reality ist eigentlich die Verbindung zwischen digitalen Objekten und der reellen Welt. Zum Beispiel kann man dann einen Roboter in sein Wohnzimmer platzieren. Also was war jetzt eigentlich die Idee von QAR? Also kurz war die Idee von QAR, war mithilfe von QR-Code 3D-Modelle auf den QR-Code zu platzieren und mit denen zu interagieren. Nun wird euch Samuel weitererzählen. Ja, nämlich über was wir bisher geschafft haben, was unsere Meilensteine waren und so. Wir haben einen laufenden Backend-Server, also einen Server, auf dem alle 3D-Modelle drauf sind, die dann in die App reingeladen werden. Dann haben wir für iOS eine Webseite, auf der man diese 3D-Modelle auch aufrufen kann, denn mit Android hatten wir keine Möglichkeiten, um das mit Android hatten wir Möglichkeiten, das als App zu programmieren, aber mit iOS hatten wir keine Möglichkeiten, das als App zu programmieren. Deshalb haben wir es als eine Webseite gemacht. Genau. Und für Android haben wir eine App programmiert, die den QR-Code liest und dann darauf dieses 3D-Modell projiziert. Genau. Wir haben viele Ideen, wie wir weitergehen können, aber so die Hauptideen sind, welche wir schon von Anfang an hatten, sind definitiv, dass wir den QR-Code-Leser, der vom App momentan nur für die Webseite und die Augmented Reality funktioniert, auch erweitern, damit man Standard ganz normale QR-Codes lesen kann. Wir wollen es mit iOS verbinden, eine App dazu machen, mehrere Filetypen unterstützen. Momentan ist es nur ein Typ und am besten auch noch Animationen oder kleine Minispiele. Also die Fantasie ist da wirklich das Ende, was man da machen kann. Trotzdem, wir hatten viele Probleme, aber ich bin froh, dass ich euch eine kleine Demo, also zuerst mal von der Webseite zeigen kann. Das ist eine kleine Webseite, wo man unten kann man ein File hochladen, ein OBG, also ein Objektfile ist ein dreidimensionales File. Und wenn ich das treffen würde, jetzt generiert die Webseite, wenn ich richtig gedrückt habe, QR-Codes. Ja, hier.
wir haben verschiedene Logos in der Mitte und die sollte man jetzt eigentlich mit dem Handy oder also Apple oder Android. Android braucht man die App dazu scannen können und das zeigt so pertinent. Also ich fange jetzt erstmal mit der Webseite an, also für Apple, iOS. Und ich habe hier ein QR-Code. Wenn ich jetzt einfach mal die Kamera aktiviere, kann ich hier draufhalten, ich eine Webseite und hier unten, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, dann lädt das 3D-Modell erstmal hier mit einer Widescreen und wenn ich nachher hier oben auf AR drücke, kann ich das dann hier in der realen Welt platzieren und man kann es auch vergrößern. Und ja, also man kann auch nicht mit dem interagieren, aber man hat schon mal in der realen Welt. Nun wird euch Samuel die Android-Version zeigen. Also, hier haben wir die Android-Version von dieser App. Ja, das ist halt eben keine Internetseite, sondern eine App. Hier haben wir eine Seite, auf dem, also das ist sozusagen der Reader, auf dem wird dann das abgespielt, was man eingescannt hat. Jetzt kann ich ganz kurz ein anderes Blatt nehmen, weil das andere später ein bisschen. So, kann man das hier nehmen? Dann kann man hier auf Scannen drücken. Das sollte nicht sein. Kann man hier auf Scannen drücken, dann wird der QR-Code eingescannt und das Objekt, das darin ist, wird darauf projiziert und bleibt darauf stehen, egal wie man sich bewegt. Wenn man sich zu schnell bewegt, dann bleibt es natürlich nicht drauf stehen, aber es kommt ziemlich schnell wieder zurück. Genau. Das ist so. Ist unser Projekt bisher. Das war wieder sehr, sehr spannend. Ich würde euch gerne nochmal darauf hinweisen, ihr müsst euch vorstellen, weder das Tool noch die Präsentation oder aber auch das Üben mit so vielen verschiedenen technologischen Mitteln existierte vor 48 Stunden. Das heißt, die Lernkurve hier ist relativ hoch und ich bin tatsächlich immer wieder beeindruckt, dass innerhalb von einem Tag solche guten Ideen weitergeführt werden, beziehungsweise überhaupt erdacht werden und tatsächlich auch so viel weitergedacht sind. Wir haben tatsächlich, also ich muss einfach sagen, das ist krass. So, wenn einer von euch in irgendeinem beruflichen Umfeld auch selber Folien bauen muss und gleichzeitig noch ein Produkt fertigstellen muss, könnt ihr euch vorstellen, in was für einem Stress wir die letzten 40 Stunden etwa alle waren. Und ich freue mich sehr, dass ihr das immer wieder